Eine Mutter hat ein unglaubliches 6 Kilogramm schweres Baby zur Welt gebracht. Vermutlich das drittgrößte Neugeborene aller Zeiten in Großbritannien. Cheryl Mitchell, 31, brauchte 2 Hebammen, um den großen Jungen herauszuholen. Das Personal war schockiert, weil er so groß war. Seitdem trägt er die Spitznamen Baby Hippo und Butterbean. Und der große Kleine war auch eine Überraschung. Er wurde geboren, obwohl Cheryl verhütete, bevor sie mit ihrem Ehemann Tyson das Kind zeugte. Cheryl, die 3 weitere Kinder hat, sagte, Zitat, wir dachten nicht, dass es so groß werden würde. Alle lachten, als sein Kopf herauskam. Mein Mann Tyson sagte, oh mein Gott. 2 Krankenschwestern zogen, eine versuchte, ihn nach unten zu drücken, um ihn herauszuholen. Alpha, der nach 38 Wochen geboren wurde, gilt als das drittgrößte Baby Großbritanniens, wobei der aktuelle Rekordhalter Guy Carr mit 7 Kilo im Jahr 1992 geboren ist. Der zweitgrößte ist der knapp 7 Kilo schwere George King, der 2013 geboren wurde.